Wenn es dir lieber ist, kann ich deine tollen Nacktfotos auch ins Netz stellen. Dann kann jeder sehen, was für eine kleine Schlampe du bist. Und deine Karriere als Model, die kannst du vergessen. Also, zieh dich endlich aus. Sie haben Ihre eigene Tochter beschuldigt? Das nicht tun dürfen. Und ich hätte mich vor dir stellen müssen. Weiß. Aber jetzt musst du keine Angst mehr vor ihm haben. Jetzt nicht mehr. Es ist alles meine Schuld, immer schon. Heute und auch damals. Ich hätte es nie zulassen dürfen. Ich hätte eingreifen müssen, aber konnte einfach nicht. Ich hätte schwören können, dass Tanja ihren Bruder auf dem Gewissen hat. Tanja? Tanja schuldig am Tod ihres Bruders? Sie war doch noch ein Kind und sie liebte ihn über alles. Mein kleines Mädchen. Pass auf, ich gebe dir die 5.000 Euro. War auf die Hand. Das ist doch viel besser als... Das finde ich nicht. Mit 5.000 Euro kannst du dir das super edel Callgirl leisten. Ja, schon richtig, aber ich will dich. Ich mache dir einen Vorschlag. Nee, Mädchen, jetzt pass du mal auf. Ich habe dir eine klare Ansage gegeben. Wenn du nicht willst, dass deine Fotos ins Netz kommen, dann ziehst du dich jetzt aus. In der Diskussion. Okay, aber glaub nicht, dass ich mir Mühe gebe. Mühe? Ich werde nicht so tun, als hätte ich Spaß. Also, Hauptsache, ich habe Spaß. Keiner zu Hause. Hast du jemand gesagt, dass du hier bist? Nein. Hey! Sag mal, ich Pizza oder was? Was machst du denn hier? Halt mal! Oliver! Den Rest regelt Sebastian. Hallo. Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch sind bei euch beiden Hacks und total, ne? Erpressung, sexuelle Nötigung, dafür gibt's mindestens 5 Jahre. Komm, setz dich. Verdammter Mist. Wäre doch zu schön gewesen, wenn du deinem Bruder die Treppe runtergestoßen hättest. Na, das ist aber mal ein ganz seltener Anblick. Adrian, schwör ab. Ach komm, den Spaß müssen wir noch gönnen, oder? Lass ihn, er hat doch recht. Euch hat die Show doch gefallen. Wieso applaudiert ihr nicht? Niemandem hat hier irgendetwas gefallen. Er stickt doch an deiner Heuchelei. Tanja, bitte. Du willst eine Zugabe? Sollst du bekommen. Ihr alle hier. Aber ich warne euch. Am Ende wird keiner seiner gerechten Strafe entgehen. Hallo. Du bist dran. Schon. Ja. Da. Sag mal, wo bist du eigentlich mit deinen Gedanken? Oh, stopp. Das habe ich nur so gesagt. Nicht, weil ich eine Antwort will. So. Eine Antwort, die kannst du aber haben.
Ich habe nicht an sie gedacht. Du redest aber schon wieder von ihr. Ja, aber doch nur, weil du schon wieder mit deinem... Nein, ich habe nur bemerkt, dass du geistig nicht mehr hier bist. Das ist alles. Geistig nicht mehr hier? Was soll ich denn noch sagen? Ich habe dir doch erklärt, dass... Ich weiß, dass Sarah dir wehgetan hat. Und dass es ein Schock für dich war, sie mit Leonard zusammenzusehen. Das verstehe ich ja. Und ich will dir auch glauben, aber... Wen rufst du da an? Wen was rufe ich an? Meinen Anwalt. Komm. Komm her. Ja, hallo, Gregor Mann hier. Wir hatten neulich drüber gesprochen, es geht um meine Frau. Jetzt, wo sie aus der Entzugsklinik entlassen wurde, müssen wir keine Rücksicht mehr nehmen. Ja, genau. Das heißt, ich würde Sie bitten, den Scheidungstermin festzulegen. So schnell, wie es geht. Danke. Wieder. Sag bloß, du bist sauer auf mich. Was erwartest du? Ein Danke vielleicht? Danke wofür? Dass du meinen Traum zerstört hast? Bestand der vielleicht darin, mit dem Typen in die Kiste zu springen? Wenn du mich schon retten musst, Olli, warum machst du es dann nicht alleine? Weil ich vielleicht keine Ahnung hatte, zu was der Typ noch in der Lage ist. Hätte ich da vielleicht mit einem Bullen aufkreuzen sollen. Aber warum denn ausgerechnet mit Sebastian von Lahnstein? Weil er Jurist ist. Und der Einzige, der dir noch helfen kann. Wie will er mir denn bitte helfen? Gutmann wird die Bilder ins Netz stellen. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich finde, dir hätte weiß Gott Schlimmeres passieren können. Schlimmer als eine Konventionalstrafe wegen Vertragsbruch? Schlimmer als ein geplatzter Traum, der noch nicht mal angefangen hat? Vielen Dank. Hey, kein Problem. Herr Brandner meinte, ein halbes Stündchen für eine gute Freundin muss drin sein. Ich ziehe einfach die Mittagspause vor. Das ist echt toll mit deinem Chef. Jetzt erzähl schon. Er will sich so schnell wie möglich scheiden lassen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ja, das dachte ich auch erst, aber... Dann habe ich mich gefragt, was er eigentlich mit dieser Hoppla-Hopp-Aktion erreichen will. Macht er das für sich selbst, um damit abzuschließen? Oder macht er das nur für mich, um mich zu beruhigen? Hey, gib her. Revue der Frau. Entdeckst du gerade deine weiblichen Seiten? Nicht verblättern, das muss ich jetzt lernen. Und dann auch noch Schmorgerichte, ich werd verrückt. Cock au revoir. Cock au revoir. Mutig. Natürlich hat mich das gefreut. Wenigstens macht er endlich einen klaren Schnitt. Und was für einen. Also für mich hat sich noch kein Mann scheiden lassen. Er hat einen klaren Schlussstrich gezogen, deinetwegen. Was soll er auf seiner Verflossenen hinterher trauen, wenn er so eine klasse Frau wie dich haben kann? Meinst du? Hast du denn dein Praktikum für New York schon zugesagt? Nein, zum Glück noch nicht. Wäre ja auch bescheuert, falls er sich für mich entscheidet und ich erstmal für ein paar Monate über den großen Teich fliege. Gregor, weißt du eigentlich, worauf du dich da einlässt? Das traust du mir nicht zu, ne? Ehrlich? Ne. What's up? Wer darf denn dann von deinem Cock over naschen, Rebecca? Ja, dann ist es ja jetzt amtlich. Glückwunsch. Bemühen Sie sich nicht. Ich werde meinen Frieden nicht finden, weder jetzt noch irgendwann sonst. Wenn ich Ihnen Ihren Frieden schon nicht geben kann, dann vielleicht eine Tasse Tee? Ständig sehe ich Ihr Gesicht vor mir. Manchmal als junges Mädchen und manchmal als erwachsene Frau. Und immer ist da dieser stumme Vorwurf. Ich bin so froh, dass ich endlich den Mut gefunden habe, die Wahrheit zu sagen. Ich habe viel zu lange geschwiegen und weggesehen. Mein Mann ist nie mit seiner Tochter klargekommen. Er hat sie geschlagen, in den Keller gesperrt. Ich will raus. Reihe ging mir durch Mark und Bein. Ohren zu halten, laute Musik, nichts hat geholfen. Nur die Flasche. Eines Tages konnte mein tapferer kleiner Thomas
es auch nicht mehr ertragen. Er hat seine große Schwester über alles geliebt. Er ist die Treppe raufgestürmt, auf seinen Vater zu und hat geschrien, lass sie in Ruhe. Aber er hat ihn zur Seite gestoßen. Thomas ist gestürzt. Rückwärts die Treppe runter. Mama, Thomas atmet nicht mehr. An diesem Tag ist nicht nur Thomas gestorben. Unsere ganze Familie hat damals aufgehört zu existieren. Walter hat natürlich alle Schuld an diesem Unfall auf Tanja geschoben. Natürlich hat sie es bestritten mit aller Macht. Aber keiner hat ihr geglaubt. Wegen ihrer Falschaussage bei der Polizei. Irgendwann konnten wir Tanjas Vorwürfe nicht mehr aushalten. Wir waren wie erleichtert, als das Jugendgericht ihre Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt angeordnet hat. Ja, ich habe durch meine Falschaussage bei der Polizei ihr Leben zerstört. Ich werde mir das nie verzeihen können. Wie soll ich von Tanja erwarten, dass sie es kann? Ja, und hier, danke nochmal, ne? In meinen bisherigen WGs war es üblich, für eine sturmfreie Bude was springen zu lassen. Pizza, Bier, Kino. Ja, ich kann dir sagen, was ich springen lasse. Dich von der Klippe, wenn du zu früh zurückkommst. Klar? Okay, für heute Nacht siehst du mich nicht wieder. Viel Spaß mit deiner Flamme. Danke. Hi, Rebecca. Hey. Flamme? Also für mich? Wie kommt er darauf? Hast du ein schlechtes Gewissen? Nein, ich habe einen Cock au vin. Und einen Kuss. Olivia, was machst du hier? Ich habe auf dich gewartet. Ich habe mich nicht ins Büro getraut, wegen der Alten. Elisabeth. Ja, was hat sie gesagt zu den Nacktfotos? Nichts. Sie weiß es nicht. Ehrlich? Noch nicht. Wie geht's dir? Schock überwunden? Naja, zum Glück haben die Kavallerie noch rechtzeitig. Bedank dich bei Olli. Was ist mit Guttner? Was ist, wenn er die Bilder jetzt doch noch veröffentlicht? Bitte nicht. Er ist ein Feigling, als er gemerkt hat, mit wem er es zu tun hat. Ja gut, an seiner Stelle würde ich mich mit dir auch nicht anlegen. War eigentlich die Lahnstein Holding gemeint. Oh. Der Fisch war ihm doch zu groß. Danke. Wenn die Nacktbilder jetzt kein Problem mehr sind, dann muss doch eigentlich die Gräfin davon nichts wissen, oder? Ich will sie auch nicht hintergehen, Olivier. Aber dann schmeißt sie mich raus. Welche Konsequenzen sie zieht, weiß ich nicht. Das ist ihre Entscheidung. Sebastian, bitte. Ich muss das Gesicht dieser Kampagne werden. Diese Chance warte ich schon mein ganzes Leben. Tut mir leid, Olivier. Gedacht, dass ich mal Mitleid mit Tanja empfinden könnte. Den Tod des eigenen Bruders mit ansehen, dann von den eigenen Eltern in die Psychiatrie abgeschoben werden. Das sagt zumindest einiges über ihren Charakter aus. Sie hat mir so viel angetan, aber trotzdem, irgendwie tut sie mir leid. Ja, mir auch.
Und wir haben alle gedacht, sie hätte ihren eigenen Bruder auf dem Gewissen. Naja, es wäre ihr ja auch durchaus zuzutrauen gewesen. Ja, der Tanja, die wir kennen, auf jeden Fall. Aber damals war sie das Opfer. Nicht raus? Die alte Lahnstein konnte mich doch noch nie leiden. Die Nacktfotos sind die Gelegenheit für sie, mich endlich rauszuwerfen. Und das wird sie sich bestimmt auch nicht entgehen lassen. Wieso habe ich mich überhaupt zu so einem Schwachsinn überreden lassen? Für eine Karriere als Model hätte ich wirklich alles getan. Sehr froh, dass du es nicht getan hast. Tanjas Mutter. Tu das. Bis gleich. Hast du Lust auf einen Spaziergang? Ich habe gleich noch was zu erledigen. In der Entzugsklinik hatte ich immer das Gefühl, beim Spazierengehen kommen einem die besten Gedanken. Ging mir auch so. Ich habe mir damals fest vorgenommen, mich nie wieder in irgendwelche Rache- oder Intrigengeschichten reinziehen zu lassen. Noch Tee? Tanja jetzt wohl geht? Vielleicht ist es auf lange Sicht gesehen für sie sogar das Beste, dass die Wahrheit jetzt raus ist. Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Meinst du, so eine Frau wie Tanja kann sich überhaupt noch ändern? Jeder kann das, wenn er nur will. Ich wage kaum, mir vorzustellen, dass es endlich Frieden geben könnte. Dazu müsste sich allerdings nicht nur Tanja ändern. Ja, da hast du recht. Wenn nur auch Ansgar über seinen Schatten springen könnte. Normalerweise sind Kriege erst beendet, wenn ein Sieger feststeht. Und das dauert manchmal bis zu 30 Jahre. Olli, ich würde gerne zahlen. Und was hast du dann heute Abend vor? Wirklich? Na schön, dann bis später. Ah, ich muss dir auch noch gratulieren. Meine Nichte als Gesicht für eine weltweite Werbekampagne. Du hast es geschafft, Schätzchen. Und jetzt bietet Sebastian Olli auch noch einen Werbevertrag an, oder was? Die beiden beglückwünschen sich nur, dass sie mein Leben zerstört haben.
Was? Frau Schneider, entschuldigen Sie. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Ja, tut mir leid. Olivia, hast du mal einen Moment? Wollt ihr mir jetzt etwa auch noch eine Konventionalstrafe aufbrummen? Es reicht doch schon, dass ich jeden Monat 500 Euro an die Anna von Landstein Stiftung zahlen muss. Ich habe noch mal nachgedacht. Bilder, die nicht zu sehen sind, die existieren doch eigentlich gar nicht, oder? Heißt das, dass du Frau von Landstein nichts verraten hast? Dieses Mal, aber das ist eine absolute Ausnahme. Beim nächsten Ausrutscher, ich... Den wird's nicht geben, versprochen. Danke. Yes! Auch noch ein Glas? Hast du heute noch was vor? Ja, ich hab den ganzen Tag frei mit dir. Na dann. Darf ich bitten? Ich liebe diesen Song. It's not romantic. Ja, nee, mir ist gerade nicht nach Tanzen und ich mag den Song auch nicht besonders. Komm. Komm, für mich. Hm? Komm, lass gut sein, Sarah. Wie geht's dir? Ich habe vorhin noch mal mit deiner Mutter gesprochen. Sie wünscht sich nichts mehr, als sich endlich mit dir auszusprechen. Es tut ihr leid, was sie angerichtet hat und was heute Morgen passiert ist. Und mir tut's auch leid, ehrlich. Wollen wir nicht endlich Frieden schließen? Frieden? Du meinst keine Kämpfe mehr, keine Lügen, keine Intrigen. Einfach nur glücklich mit Hannes leben. Du bist eine erbärmliche Heuchlerin. Es wird niemals Frieden geben zwischen uns. Ihr habt vielleicht diese Schlacht gewonnen. Aber ich werde keine Ruhe geben, bis ihr vor mir am Boden liegt. To you.